Nun, ich denke, wenn herausbekommen würde, dass sie ihre Kunden bestiehlt, hätte sie bald keine Kunden mehr, vermute ich. Achso, für euch Helden, wenn ihr euch auf der Straße bewegt, dann solltet ihr die Götternamen nicht benutzen. Auch das gilt für Monatsnamen nicht, für die Wetterbeschreibungen wie Erfahrtswetter oder Generalia unterwegs. So etwas nicht. Weil das auffällt oder weil das mehr kostet? Beides. Es fällt auf und es kostet mehr. Also kein wackeres Ronderer zum Gruße. Eher so etwas wie Seid gegrüßt oder Willkommen oder Ehre dem Pontifex. So etwas. Nur ein kleiner Tipp von mir, er tippt sich dabei an die Nase. Verständlich, verständlich. Nun, wie sind unsere Pläne? Silvan ist bei Flusswacht. Wir könnten sofort aufbrechen, aber... Wir brauchen den Krug. Wir brauchen den Krug und wir müssen die lebende Werft vernichten. Ich denke, das wäre ein extrem wichtiger militärischer Punkt für Was denn für ein Hafax. Krug? Oh, macht euch um den keine Gedanken. Da kommen wir noch zu. Nun, Jedenfalls, ich bin nicht sicher, ob die Werft an sich vernichtet werden muss. Ich denke, es reicht, wenn wir die Archen an sich, wenn wir die Archen dort drin töten. gut, meinetwegen auch das. Dies sollte leichter zu machen sein, als eine ganze Werft in Brand zu stecken. Aber wieso töten? Wir können sie doch erobern. Und dann segeln wir mit drei Archen hier weg. Wir haben das Schwert nicht, Doktor. Was denn für ein Schwert? Ihr wart auf der jetzt auf der. Ihr wart auf der Spinne. Sie. Man braucht das Schwert, sonst kann man die Arche nicht kontrollieren. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Lage sind, drei Archen zu zerstören, selbst wenn sie noch klein und nun ja unbeholfen sind. Hab das Werftgebäude gesehen, so groß können die alle nicht sein. Es sind Archen. Die Werft ist unterirdisch. Oh je. Nun, wir können sie auch nicht Tafax in die Hände fallen lassen. Ich denke, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist ihre Gefangenschaft beenden. Mehr Ach, können ich wir bin nicht. dafür. Wir haben zwei stramme Magier. Wir haben hier Abelmir und wir haben Isarun und dann können wir boom boom irgendwelche Feuerbälle auf das Goldene Haus schmeißen und dann sie ist ja zerstört. Ich Ein denke, bisschen dass. mehr Diskretion wird vermutlich erforderlich sein, aber ich mag, wie ihr denkt. Ich denke, dass nicht, Ja, dass es hilft. ich befürchte, wenn wir irgendwas mit diesen Archen tun, dann, ja, was passiert, wenn die am Ende freikommen? Nun, Das ist schlecht. mein Verständnis der Archen, soweit ich sie gewonnen habe, ihre Gefangenschaft, nun, es sind Halbdämonen, Dämonoiden könnte man fast sagen, aber der weltliche Teil ist sicherlich, er leidet unter dieser Misshandlung und leidende Menschen neigen dazu, nun ja, unvernünftig zu handeln und sich gegen ihresgleichen, meinten wir manchmal, zu richten. Ja, also wollt ihr drei verrückte Dämonen auf eine Stadt loslassen? Ihr seht selber, wo da das Problem liegt, richtig? Egal, was wir tun, wir werden in die Werft hinein müssen. Und ich denke, wir können dann auch entscheiden, denn wir wissen, wie es um die Archen bestellt ist, was genau wir mit ihnen anstellen. Nun, sie können jedenfalls nicht lebend da rauskommen. Vermutlich nicht. Wir müssen Prioritäten setzen. Der Krug ist wichtig. Die Und wenn Archen ihr... sind ein sekundäres Ziel. Erläutert mir noch einmal, wie wichtig der Krug ist. Ich meine, ja, der Junge möchte ihn haben, aber was passiert, wenn er ihn nicht bekommt? Wenn ihr in das Goldene Haus rein wollt, dann solltet ihr eventuell dort erst rein und danach die Eichen vernichten. Auf Das ist jeden die Fall, richtige ja. Reihenfolge. Das ist wahr. Die Frage ist nur, wie viel Aufsehen wir bei dem ersten Teil unseres Planes erregen. Sollte die Sache im Haus wirklich so schief gehen, dass wir aus der Stadt fliehen müssen, dann ist dem so. Aber darauf sollten wir nicht hinplanen. Ich will euch ja nicht in irgendetwas hineinziehen, aber wo wir schon hier sind, würde es mir sehr am Herzen liegen, wenn wir diese Machtelianate aus dem Weg räumen könnten. Ah, boom, boom. Ah, ich habe meinen Säbel Ja. dabei. Das sind 10 vermutlich sehr starke Kämpfe. Und wir müssen ja nicht alle 10 gleichzeitig angehen. Und müssen wir, oh Dame, auch noch einen Cent berechnen? Vermutlich. Ihr könnt doch einfach mit ihnen reden.
Warum denn nicht? Worüber denn? Naja, sagen wir ihnen, hey, Xeran ist ein schlechter Mensch und vergießen wir doch sein Blut. Aber gerade das wollen wir doch verhindern, dass sie sich am Ende Hafax anschließen. Ach so. Nun ja. Denn er als Bakterier des Xafal wird sicherlich ein wesentlich größeres Maß an Kontrolle über sie haben, als Xeran es hier hätten haben könnte. Ja, Lan, du hast gerade seinen Namen ausgesprochen. Ja, mit Namen hat das heute nicht so. Gewohnheiten. Schlimm aber genug, dass das zur Gewohnheit wurde. Oh, du musst gerade darüber reden. Der Mordbrenner, nennen wir ihn doch bei seinem Beinamen. Ja, natürlich, nennen wir ihn so. Das war sehr unhöflich Rafim gegenüber. Ich habe gehört, du bist nun ein Korgeweihter. Ja, natürlich. Nur das Beste für die Basaltfaust. Ich nehme aber auch nicht den Namen des blinden Sohnes in den Mund. Wisst ihr was? Nein, ich will es nicht wissen. Ja, also, ihr wollt euch um die Archen kümmern. Wollt ihr sonst noch irgendwas machen? Wir haben... Wenn wir doch gerade dabei sind, wie wäre es, wenn wir die Buchmacher umbringen? Ich schulde ihnen eine Menge Geld. Zünden wir einfach die Gebäude an. Da sind so viele Schuldscheine drin. Ja, Ogdan, das hat Top-Priorität. Wir setzen uns ganz oben auf die Liste. Super, das ist gut. Technisch gesehen haben wir Resurik versprochen, wir würden ein bisschen den Effan-Tempel läutern. Ihr seid solche Helden. Wer hockt denn momentan im Effan-Tempel? Du hast die Pasca Florius doch gehört, das ist ein Umschlagplatz. Gibt es eine Möglichkeit, zwei der nun Optionen miteinander zu verknüpfen, die Magdalene auszuschalten und die Arche zu zerstören? Die Magdalene Arte sind Söldner, nicht wahr? Nun, wenn man ihnen einreden könnte, dass, nun ja, ist eine... Die Magdalene Arte sind, Individualisten, gefallene Amazonen. Sie haben Prinzipien. Genau, und diese müssen wir ausnutzen. Wenn wir ihnen einreden könnten, dass eine gute Tat wäre in Augen ihrer, ihrer Götzen, diese Arche zu zerstören. Vielleicht können wir sie davon überzeugen, dass Xeran dort Archen züchtet und sie nach und nach durch die Archen ersetzen will. Dass er jetzt landgehende Archen hat. Dass sie dadurch nutzlos werden. Ja, nicht mehr in den Krieg geschickt werden. Oder wir brechen in sein goldenes Haus und klauen seine Pläne, wie er die Magdalenate hintergehen will, die er mit Sicherheit da liegen hat, weil er ein Bastard ist. Guter Plan, gefällt mir. Oder müssen wir vorher sowieso mit der Fälschergilde sprechen? Ja, wir können Befehle fälschen. Das ist super. Wenn wir einmal ein Papier haben und einen Stempel und eine Unterschrift, dann können wir alle Befehle geben und die Stadt ins Chaos stürzen. Dann müssen wir gar nichts selber machen. Ogdan, ich habe eine Frage. Warum genau seid ihr hier? Hier in diesem Raum? Na, weil ihr Helden seid und gute Freunde von mir. Ja, aber... Soll ich gehen? Nein, ihr seid sehr eifrig, meine ich. Warum jetzt auf einmal? Ich habe dir scheinbar die letzten 3-4 Jahre über relativ friedlichen Handel betrieben. Nun, ich bin Seefahrer. Und jetzt, wo ihr an einem Hafen seid, können wir auch wieder gemeinsam Geschäfte machen, ne? Ihr habt euch ja nicht mal mehr nach mir erkundigt. Ihr seid von Kuntium weg, ja? Ihr seid gegangen, nicht ich. Wäret ihr in Kuntium geblieben, wir hätten so viele horasische Fregatten versenken können. Wie bitte? Naja, oder Torwalsche. Mir doch egal. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt mich jetzt nicht in eure Beziehungskisten einmischen will, aber wir kennen uns noch nicht mal. Wenn ihr das ausdiskutieren wollt, dann doch bitte mit denen, die ihr kennt. Ich habe Wichtigeres zu tun. Komm mit, Abelmir. Nein, ich denke, ich werde hier bleiben. Ja, können wir uns jetzt wieder konzentrieren? Genau, und wir haben Pläne zu schmieden. Genau. Ja, und er ist hier, weil er ein Schwert halten kann. Vermutlich nicht ganz schlecht. Und wir haben sonst keine. Es sei denn, ihr habt noch welche. Nein, gut, dann brauchen wir sein Schwert. Gut, also dieser Meister der Fälschergilde.
Wofür brauchen wir ihn genau? Nun, zum einen kann er uns wohl einen Passierschein für das Goldene Haus besorgen. Zum anderen, wenn wir schon Befehle fälschen, dann lassen wir das doch den Besten machen. Also er soll einen Befehl fälschen, dass die Magdalenata mit uns ins Goldene Haus müssen. Nein, das ist glaube ich. Wir müssen die Magdalenata gegen wen anders hetzen. Wir sollten die Magdalenata doch auf die Archen hetzen, dachte ich. Auf die Werft, wie auch immer. Wir könnten einen Bericht fälschen, dass nun ja, diese Streiter gegen Daimonida ersetzt werden sollen aus der Werft. Das würde sicherlich ihren Zorn erregen. Ja, was wir eigentlich machen sollten, ist im Goldenen Haus, die hier sind, das ist ja nicht die Anführerin der Magdalenata, richtig, sondern irgendein Untergebene. Ich nehme an, hier wird irgendeine Art Vorsteherin hier in ihrem Ordenshaus haben. Richtig, wir besorgen uns in Zerans Haus. Die Hauptfrau, Der Hauptfrau. Damit gehen wir zu den Fälschern. Denen sagen wir dann, die sollen einen Brief fälschen, der so aussieht. Den lassen wir dann zu der Untergebenen bringen. Und dann können wir befehlen, was wir wollen. Wir bequatschen gar nichts mit denen. Wir fälschen Befehle von ihrer Vorgesetzten. Mhm. Die sind viel, aber ich glaube, die sind ziemlich... Ja, die haben zwar Drondra verraten, aber ich glaube, die halten sich immer noch an diese Prinzipien. Dafür müssen wir natürlich erst ins Haus. Ja, das ist richtig. Also... Brauchen wir einen Passierschein. Das ist unser erster Anlaufpunkt, der Zunftmeister der Fälscher. Und währenddessen können wir wohl über alle anderen Pläne erst einmal nachdenken. Ich frage mich, welchen Preis wir bezahlen müssen. Dieser Mann klingt gefährlich. Ich glaube, Lauredania unterschätzt ihn. Sie hat uns zwar gewarnt, aber ich finde, mit nicht annähernd genug Nachdruck. Wenn er ein Paktierer des Spiegelmachers ist, dann... Und wir werden gleich zweimal mit ihm zu tun haben, nach dem jetzigen Plan. Warum verhandelt ihr nicht mit ihm, Abelmir? Ihr habt da wohl bessere Erfahrungen drin. Mit solchen Prätieren? Nun, ich glaube ja mit dem gesamten Konzept dieses Erzdämons. Ich bin mir nicht sicher, was ihr damit meint, aber wenn ihr es wünscht... Ihr sammelt Wissen. Nun, das meint er. Es ist nicht das Gleiche, aber das ist jetzt nicht zielführend. Das bedeutet auch, dass es ihn verführbar macht. Wollt ihr mich begleiten, Shiriset? Ich möchte nicht, aber ich denke, ich sollte. Mitgehen werden wir wohl alle. Oder? Das wäre doch viel zu auffällig, also wenn wir alle hineingehen würden. Ich denke auch. Nun gut, warum geht ihr dann nicht? Und ich werde, wenn jemand mitkommen will, in der Zeit einfach mal einen kleinen Spaziergang zum Effort-Tempel unternehmen. Schauen, was da so abgeht. Warum nicht? Informationen zu haben, schadet nie. Und Karin? Ja? Was wollt ihr tun? Ja, ich schaue mir die Rabengasse an. Wollt ihr vielleicht, wenn ihr ein wenig Zeit habt, einen Abstecher in den Travia-Tempel unternehmen? Du musst ja sicher den Bären ausführen. Und mal die Lagerauskundschaften. Ja, kann ich machen. Gut, dann haben wir ja alle was zu tun. Frage, was sage ich denn der Travia-Geweihten? Nichts. Dass du in Frieden einkehren möchtest. Dann kannst du da eine Weile beten, eine Schale Suppe essen, ein paar Münzen da lassen und wieder gehen. Einfach die Ohren offen halten. Ja, kriegen wir hin. Nun, dann los. Wir treffen uns gegen Abend wieder. Das Messingschild am Zunfthaus zeigt einen Pokal, der von einem edelsteinbesetzten Ring umschlossen wird. Das Fachwerkgebäude hat 3 Stockwerke und ist in gutem Zustand. Ein bronzener Türklopfer in Form eines Goldschmiedehammers verschafft euch Gehör, als ihr daran klopft. Nach kurzen Augenblicken wird die Tür geöffnet und euch steht ein Lehrling, ungefähr 15, 16 Lenze, der euch zunickt. Ja, guten Tag.
Wir würden gern zu deinem Meister, Herrn Meister John. Habt ihr einen Termin? Nein. Nun. Es wird gut bezahlt werden. Vorankündigung bei Meister John. Das kostet natürlich extra. Natürlich. Er hält die Hand auf. Ich drücke mal einen Dukaten an, keine Ahnung. Passendes. Er schaut ihn abfällig an. Ihr wollt mit dem Zunftmeister John sprechen. Da wird ein Dukate wohl nicht reichen. Nun, wie viel verlangt ihr denn für eure Wertschätzung? Nun, gebt mir noch 9 weitere und dann werde ich mich dazu herablassen, euch darüber zu führen. Nun ja. Ihr sprecht hier immerhin nicht mit einem Goldschmied oder mit einem Juwelier. Richtig. Mit wem sprechen wir denn? Mit einem Schüler, nicht wahr? Ja, von der ehrenwerten Zunft der Fälscher. Ja, ich drücke ihm halt noch neun weitere Goldstücke in die Hand. Ja, streicht sie sich an. Und geht dann mit euch in Richtung einer Treppe, die ihr nach oben führt. Und ihr könnt dann in einem überbordenden Salon treten, mit Prunk erfüllt. Ringsum an den Wänden befinden sich Regale, Kommoden oder Borde, auf denen Beispiele seiner Arbeit ausgestellt sind. An den Stellen stehen mehrere Magierstäbe aus verschiedensten Sorten Holz. Einer davon gezwirbelt mit einem Bergkristall an seiner Spitze. Ihr könnt tatsächlich auch Charal Mor erkennen, den Zauberstab von Borberat persönlich. Einige teure Trinkgefäße nach zwergischer Machart, tulamidisches Porzellan mit mythologischen Szenen bemalt, eine große schwarze glänzende Kugel und das schwarze Schwert Yamish Akvam. Es gibt ein eindrucksvolles Werkstück, sitzt der Kopf eines ein holzener Puppenkopf mit glänzendem Gold, funkelnden Edelsteinen besetzt. Ziseliert, eine Kopfschale. Das ist die Raoulskrone des Mittelreichs. Während ihr dort steht, euch umseht und euch vielleicht sogar fragt, ob das Ganze echt ist. Denn, die Raoulskrone ist verschwunden und ihr wisst auch nicht, wo ihr sich Yamish Akvam aufhält. Da hört ihr Schritte hinter euch. Und gefährt sie euch? Sie ist längst nicht perfekt, aber schließlich wurde sie auch nur nach einem Belt gefertigt. Sicher schon, oder? Nun ja, deswegen sind wir nicht hier, um eure Werkstücke zu begutachten. Wir benötigen eure Dienste zu anderen Zwecken. Du schaust dir den Fälschermeister an. Ist wohl gerade aus einer der Seitentüren herausgetreten, steht da mit unauffälliger Statur und in seinem Haar zeigen sich wohl die ersten silbrigen Schimmer. Seine Augen sind tatsächlich am auffälligsten, denn du kannst feine Adern erkennen, die durch den Augapfel sich ziehen, aus Silber und Kristall. Ich werfe mal meinen eisernen Willen an, denn ich bin ja schon sehr misstrauisch in das Ganze reingegangen, meine aber freundlich zu ihm. Nichtsdestotrotz eine beeindruckende Sammlung. Ja, sicher schon, oder? Normalerweise arbeiten wir nur nach physischer Vorlage. Nur bei einigen Stücken ist das leider nicht machbar. Aber genug davon, ihr habt ein Einliegen, sagte man mir. In der Tat. Wir benötigen einen Zulass zum Goldenen Haus. Ja, sicher schon, oder? Bitte wie? Sicher schon, oder? Nun, das ist eine gefährliche Forderung. Ja, das wissen wir. Nun, Meister Xeran hat keine Audienzen zur Zeit, da er sich nicht in der Stadt erwählte. Nun, dann müsste es umso einfacher sein, in sein Haus zu gelangen, nicht wahr? Sicher schon, aber ohne einen Befehl von Xeran da selbst wird das sicherlich nicht legitimiert sein. Seid ihr deswegen hier? Eine Unterschrift, ein Siegel, ein Stempel? In der Tat. Eine sehr gefährliche Aufgabe. Das ist euch sicherlich klar. Der Pontifex mag es nämlich ganz gewiss nicht, wenn er betrogen wird. Und auf wen fällt wohl der erste Verdacht? Oh, bei eurer Meisterschaft wohl kaum auf euch. Denn der Befehl wird zweifelsohne nicht von einem echten Befehl zu unterscheiden sein. Sicher schon.
Er blickt euch mit seinen silbrig-kristallenen Augen durchdringend an. Und ihr spürt wohl, wie er nach euch tastet mit seinen Blicken nach eurer Seele. Aber warum nicht? Doch, ich muss euch zuerst meinen Preis nennen. Sicher schon. Oder ihr könnt mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr mir, sagen wir, ein Collier besorgt. Oder? Was ist euer Preis? Das Collier? Ich meine diesen anderen Preis. Nun, das ist mein Preis. Ach, bevor ich es vergesse, ich brauche natürlich eine Vorlage für das Siegel, aber das sollte wohl für euch kein Problem sein. Also, wie sieht's aus? Ihr meint, wir sollen zuerst eure Arbeit erledigen, damit ihr dann unsere Arbeit erledigt? Ich bin ein Fälschermeister, sicher schon. Ich habe Geld, ich brauche keine Dukaten, keine Kristalle. Von was für einem Collier sprechen wir? Und befindet es sich derzeit im Goldenen Haus oder an einem anderen Ort? Sicher nicht. Das würde für euch sicherlich von gehobenem Interesse sein. Es handelt sich dabei um ein Collier, was sich in einem gewissen roten Haus befindet. Nicht in einem goldenen Haus, sondern in einem roten. Das Haus der prallen Lust, sicher schon, oder? Was ein Bordell? Sicher schon. Was wollt ihr mit diesem Collier? Es fälschen. Also wollt ihr es ansehen und danach wird es zurückgegeben? Vielleicht eine Fälschung. Vielleicht das echte. Wir werden es nie wissen. Wem gehört das Collier zum jetzigen Zeitpunkt? Es befindet sich im Besitz von Shazina Al-Khalil. Sie ist die Betreiberin des Hauses der prallen Lust. Deswegen ein Preis, der mich interessiert und der sicherlich auch für euch von einigem Interesse wäre, wenn ihr dieses Artefakt, dieses gesternenen Collier mir besorgt. Sehr schön. Was macht das für euch wertvoll? Es ist einzigartig. Noch? Mich interessiert der Reiz. Der Reiz, etwas darzustellen, was bisher ein Unikat ist. Dadurch wird es zu einem Unikum. Nun, aber viele Schmuckstücke sind Unikate und ein Collier, das... Nennt mir eines. Er zeigt dabei auf die Raoulskrone, auf das Schwert, auf den Zauberstab. Nun, wenn ihr so fragt, dann muss es ja in irgendeiner Art und Weise berühmt oder besonders sein. Es ist besonders, weil ich es noch nicht zu Gesicht bekommen habe. Ich kann nichts fälschen, was ich nicht kenne. Es wird nur wenigen gezeigt, weil es besondere Kräfte hat, die Shazina nicht jedem zur Verfügung stellt. Sicher schon, oder? Ah, wir kommen der Sache näher. Habt ihr weiteres über diese Kräfte gehört? Ich denke, wenn ihr das sehen werdet, dann werdet ihr sicherlich sehr schnell begreifen, warum es... welche Macht dahinter steckt. Geht von dem Collier eine Gefahr für uns aus? Ihr solltet es nicht umlegen. Aber ihr könnt es berühren. Nur mit dem Klicken des Verschlusses wird seine Macht offenbart. Nun, wir besorgen euch das Collier und ihr besorgt uns das, was wir wollen. Und das Siegel. Siegel und Collier. Habt ihr nicht schon einmal eine Fälschung angefertigt von seinen Befehlen? Ich wäre ein Narr, wenn ich Xerans Siegel fälschen würde. Aber es ist denkbar einfach. Besorgt mir dieses Collier, es befindet sich im ehemaligen Araya-Tempel. Und ein Siegel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, an solche Dokumente zu kommen. Unter anderem die Schreibstube des Goldenen Hauses, aber dort wollt ihr hin, also ist das sicherlich kein Ort,
Im Barbaradial wird man sicherlich auch ein solches Dokument haben. Oder ihr geht nach Burg Talbruck, wo Jasmina von Darbonia herrscht. Aber auch das könnte sicherlich sehr schwierig sein. Die andere Möglichkeit, die Befehle zur Arena Aquatica. Ihr könnt euch auch nicht entscheiden. Und sagte dir nicht, das würde sehr einfach werden für uns. Das klingt nicht einfach. Es sind die Möglichkeiten, die ich schätze. Dabei blinzelt er dir einmal zu, tritt dann an seinen Schreibtisch heran und wird dann etwas essen. Du betrachtest es kurz, ist es ein Löffel Licht? Ihr sagtet außerdem, ihr wäret ein Narr, wenn ihr Xerans Siegel fälschen würdet. Nun, um eben dies haben wir euch gebeten. Heißt das, ihr werdet es nicht tun? Ihr werdet uns verraten, wenn ihr das Collier habt? Daran habe ich kein Interesse. Ihr seid interessant. Ihr seid eine neue Möglichkeit. Nichts ist so beständig wie das Chaos. Ihr seid das Chaos für die Stadt.